Neue Runde, neue Stunde, hier mit einem neuen Video. Seid willkommen, Freunde der guten Unterhaltung, hier auf dem Kanal vom Skippy Shisha, sowie aber auch darauf folgend irgendwann mal auf meinen, den Crispy S. Neue Wunsch-YouTuber sind wieder angesagt. Ihr hattet gewünscht, ihr hattet gewählt. Auch wir hatten uns mal wieder in die Welt von YouTube gewagt und haben mal den einen oder anderen rausgesucht und geguckt. Wie gesagt, wenn einige noch fehlen sollten von euren gewünschten, bitte nochmal sonst kontaktieren und nochmal informieren. Ansonsten danken wir euch, dass ihr so fleißig am Zuschauen seid. Wie schon gesagt, meine Person Crispy S and the one and only. Skippy Shisha. Beginnen wollen wir dann noch mit was? Weißt du, was ich heute rauche? Nee. Haben wir mal vorgestellt. Ich habe viel schon mit dir vorgestellt. Adana Hawaii. Nee, Adaya Hawaii. Atalia, ja. Da war ja was. Ach. Ach, du meinst das hier? Genau. Okay, damit beginnen wir auch gleich mal mit dem allerersten, der eigentlich auch noch sehr, sehr, sehr wenig hat. Denn ich habe vorhin nochmal nachgeguckt zusammen mit dir. Und zwar Altair and Veer. Was der macht. So wie ich das zumindest auf dem Kanal ja gesehen habe, interessiert er sich wohl zum größten Teil für gewisse Games, auch was Mangas betrifft. Sieht man ja zum Beispiel auch in seinem Hintergrund. Zelda ist natürlich für uns alle nichts Unbekanntes. Habe ich nie So. gespielt. Nein? Nee. Aber vom Namen her kennst du es auf Ja, jeden ich Fall. hab sie geguckt. Und vielleicht kann man ja direkt mal gucken, ob er unter Kanalinfos was da hat, Können wir machen. weil er selber, wie gesagt, ist einer, zu denen ich nicht viel Nö. sagen kann, und er ist auf jeden Fall ziemlich noch jung im Geschehen. 22. Januar beigetreten, 2015, Ist und 5 Monate bevor ich gemacht habe. In 6 Monate. ja, es kommt hin. Ja, also der erste Blick auf jeden Fall scheint er auf jeden Fall ein großer Manga- und Anime-Freund zu sein, besonders auch in Sachen Gaming. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was er videomäßig mitbringt. Okay, also der erste Blick spricht auch für Vlogs. Zumindest scheint er in dem einen oder anderen Video auch. Macht der Zombie auch, ne? Ja. Vlogs, Hundevlogs. Hundevlogs. Ja. Ja, das war die Zeit gewesen. Also, wenn ich jetzt an damals zurückdenke, da gab es ja hauptsächlich nur Vlogs, wo irgendwelche Tiervideos auf YouTube aufgenommen wurden. So diese Anfänge, was ich dir mal erzählt habe. Jedem war scheißegal, was er aufgenommen hat. Hauptsache, es kommt gut an. Also. Genau, unterwegs auf Festivals, vielleicht sogar auch bei Gamescom, ich weiß es jetzt so genau nicht. Jedenfalls viel on Tour in seinen Vlogs. Da sehen wir auf jeden Fall Manga, Manga, Manga. Stray, japanisches Essen und ein paar Verrückte. Die haben wir jeden Tag um uns herum, also dafür müssen wir nicht groß hinaus. Und da flog sie wieder in die Wolke des Wissens. Ja. Sei gegrüßt. Dragon Ball Super Frauenpower. Ja. Frauentausch. Dragon Ball Super Frauentausch. Ja, ich weiß jetzt so wirklich nicht, was ich jetzt dazu sagen soll oder was Ich ich habe darüber erklären. eigentlich nur zwei Manga geguckt. Ja. Mein ganzes Leben. Einmal One Piece und Detective Conan. Conan war cool. Ja, ist richtig geil. Detective Conan. Ey, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Also, ich gehörte damals zu der Und Generation. die ganzen Zeichentrick-Dinger, Pokémon, Digimon, alle Generationen, ne? Da wollte ich nämlich auch gerade drauf hinaus. Also. Da sind wir schon mal beide welche, die sich da in dem Fall in die Hand reichen können. Pokémon war ganz klar, auch für mich damals, direkt von der Schule. Hausaufgaben, kein Bock. Erstmal Pokémon glotzen. Digimon war genauso für mich wichtig gewesen. Dann liefen damals noch so unter anderem so Sachen wie Flint Hammerhead. Der Junge aus der Steinzeit, dessen Vater man damals versteinert hat. Was lief noch? Herr Conan, hast du ja gerade eben schon erzählt. Naruto. Naruto auf jeden Fall, ja, aber Naruto kam erst etwas später. Ja, aber trotzdem gehört dazu. Ja, natürlich, schreibe ich auch gar nicht ab, ich sag nur, Naruto kam halt erst ein bisschen später. Yu-Gi-Oh!
Ja, habe ich auch geguckt. Auch eine richtig geile Sache. Ich habe die Folgen gefeiert, wo die auf dem Luftschiff oben waren und die Götter rausgeholt haben. Ja, die Götterkarten. Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt, ich habe immer noch welche im Keller. 4000 Stück habe ich und da habe ich drei weiße Drachen, den dreiköpfigen Drachen, Exodia, den schwarzen und den normalen, also die verbotenen Karten und die drei Götterkarten. Hast du auch? Habe ich alle. Oh, geil. Ich habe damals für 5 Mark gekauft. Ja, D-Mark-Zeiten, Freunde, D-Mark. Also, wer die Generation noch mitgemacht hat, der weiß, von was wir reden. Ich habe quasi nur noch 2 Karten von Yu-Gi-Oh! Gebe ich ehrlich zu. Ich hatte früher auch ganz viele. Ich habe mir das Yu-Gi-Deck damals geholt. Ich habe mir das Kaiba-Deck damals geholt. Da musste ich mir noch meine Doppelten haben. Willst meine Doppelten haben? Auch wenn du noch welche übrig hast, nehme ich gerne für meine Sammlung. Jedenfalls, damals als Schüler brauchtest du ja nicht so viel Blechen. Mama, Papa, könnt ihr mal? Ja. Und ich glaube, die einzigen Karten, die ich noch wirklich rumliegen habe, das ist einmal der Elfenschwertkämpfer, der komischerweise voll Ähnlichkeit mit Zelda hat, also mit Link. Und natürlich Yugis schwarzen Magier, den ich damals sehr gefeiert habe. Ich wollte nur kurz gesagt haben, es gab ja noch diese Generation, wo ich mich ein bisschen von abschotten möchte. Du weißt ja so, Doremi zum Beispiel. Dann gab es Jan die Kamikaze-Lieben, obwohl das war keine schlechte Sendung gewesen. Wedding Peach, Superheldinnen im Brautkleid, was willst du mehr? Oder kennst du das nicht mehr so wirklich? Doch, kann ich, aber weißt du, was ich damals geguckt habe? Nee. Archer. Archer? Das ist so ein Geheimagent. Es ist so eine Serie, so eine Zeichentrickserie, die ist ab 16. Ja. Archer ist so ein Agent und da laufen immer sehr freizügige Weiber rum. Ist das sowas ähnliches wie Golden Boy? Golden Boy kenne ich nicht, was ist das? Golden Boy ist auch so eine japanische Manga-Serie mit so einem Typen, der so Sachen... wenn ihr wisst, was ich meine, dann seid ihr gut. Und ja, er auf jeden Fall scheint ja auch so ein Manga-Man zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch hier am Zocken ist. Ah, hier, guck mal, hier, Comic-Kun. Die war jetzt auch vor kurzem gewesen, also scheint er wirklich in diesem japanischen Flair beziehungsweise in diesem Manga-Dasein auf jeden Fall groß vertreten zu sein. The Legend of Zelda, unsere Top 8 Momente. Dragon Ball. Dragon Ball war damals sowieso auch ein großes... Achso, was ich noch eben schon sagen wollte, eigentlich ganz zu Anfang schon. Ich gehörte zu den wenigen Jungs, die damals entweder alleine oder halt im Freundeskreis, warum auch immer, frag mich nicht warum, wir hockten vor der Glotze, als dann Sailor Moon lief. Oh Gott. Das war normalerweise. Es war wirklich normal. Und das kam, habe ich dann umgeschaltet. Als das kam. Wir haben wirklich damals sich das reingezogen, weil man sich gedacht hat, so, Als 5-Jähriger habe ich das gefeiert. Wo ich 6 Jahre wurde, kannst vergessen. Ich versuche gerade eine Antwort zu finden. Man hat wirklich sich das damals angeguckt, man hat es gefeiert. Und hat sich das reingepfiffen. Und irgendwann später, wo du dann so älter wurdest und in der Pubertät dann warst, dann haben dich die ersten angesprochen, du weißt nicht schon, das ist mir so ein Manga für Mädels war. Ich so, nee, eigentlich eher weniger. Ich meine, hey, bei, wie hieß denn noch gleich hier, Chan, die Kamikaze-Dieben, war ja so ein ähnlicher Aufbau gewesen. Aber shit happens, damals war damals und heute ist heute. Und wenn ihr auch noch so gewisse, nice, und wenn ihr auch noch so gewisse, sag ich jetzt mal, Manga-Sachen habt, die euch interessieren oder vielleicht auch von früher kennt, dann haut mal raus. Ah, einer fällt mir noch gerade ein. Einer raus, komm her. Ne, einer fällt mir gerade noch ein. Ja? Sakura. Zwei fallen mir so. Einmal Ranma 1/2. Das kenn ich. Ne? Dieser Junge, der mit dem kalten Wasser zur Frau wird. Und ich glaube auf Super RTL lief das damals eine lange Zeit, die Powerpuff Girls. Oh Gott. Oder Powerpuff Girls. Powerpuff hört sich ein bisschen... Ja, ich weiß. Es gibt in, es ist jetzt kein Scherz, ne? In München gibt es ein Bordell, das heißt Powerpuff. Nein. Doch. Und dann ein Kumpel war da, hat für eine Svetlana 20 Euro eine Wodkaflasche gezahlt. Okay. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Okay. Bevor ich jetzt hier noch. Die Leute, die hier arbeiten, die heißen Powerpuff Girls. Die heißen da so? Auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Fallen dir sonst noch was ein in Sachen. Den Klischee, was er wohl entspricht? Ja, Manga nicht, aber ich habe damals immer so Comics geguckt wie Marvel. Marvel und DC.
DC ist ja so Superman, Spider-Man und so weiter und so fort. Nee, nee, dies, doch, DC ist ja mehr so Superman und Batman. Ja, Marvel, Spider-Man aber auch. Nee, Spider-Man war Marvel. Nee, Spider-Man ist DC. Marvel hat Spider-Man damals nur aufgekauft. Aha. Also mein letzter Stand war gewesen, dass der Kollege aus dem Hause Marvel käme. Nee, nee, es kommt aus DC, aber... Sagen wir einfach, er ist ein Twitter, er gehört zu beiden. Ja. Aber Marvel habe ich richtig gefeiert. Iron Man. Ja. Hulk. Captain America. Das sowieso, die habe ich alle gesehen. The Flash. Flash ist auch cool. Wen gab's noch? Green Arrow. Boah, wie hieß denn der eine noch? Irgendwo ein R. Kommt auf jeden Fall auf Netflix. Och, ich weiß, wie du meinst. Aber denkst du, ich komme jetzt auf einen... Red Rebel. Casey Rebel. Casey Rebel gehört jetzt zur Manga-Generation, ne? Ja. Egal, lassen wir so stehen. Gehen wir nochmal kurz auf die Peoples, die ihm zuschauen und folgen. Und das sind aktuell 490 Abonnenten. So, wie gesagt, wir können nicht viel zu ihm sagen, aber das Klischee war sehr interessant, als er uns vorgeschlagen wurde, wo wir gesagt haben, hey, okay, hauen wir ihn mal mit rein, stellen wir ihn euch mal vor. Erinnerst du dich noch an den einen Bastelbruder, den wir letztens vorgestellt haben? Das war auch so ein No-Name, sag ich jetzt mal gewesen. Der hauptsächlich für andere doch schneidet, ja, und Bilder macht. Die 5. Genau, genau. Mhm. Da haben wir auch gesagt, es war eigentlich eher weniger so unsere Generation oder unser Klischee. Aber den hauen wir gerne mal mit rein. Ja. So, auf jeden Fall Alter and Wir. Es geht direkt weiter und neben Eduard Kolle, Erika Berger oder auch dem Dr. Sommerteam werden wir uns jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Denn... für euch nur 61 Minuten Sex. Oh, yeah. Der Typ kommt mir bekannt vor, ne? Ja, vom Aussehen her kommt... Weißt du, woher? Nee. Der Präsident vom Webvideopreis. Stimmt. Der Däner den Ehren, den letzten Preis verliehen hat. Ja, richtig, ja? Richtig. War ja schon ein Wunder gewesen. Wenn er da sein sollte, sage ich jetzt nur. Wenn er da sein sollte... ist es ja ein Wunder, dass er nicht doch irgendeine Ansprache über Erotik und übers Petting geführt hat. Zum Beispiel, wenn unser Teilnehmer, der gewonnen hat, gleich uns entgegenkommt, wird er gleich mit einer gefühlvollen Art den Preis entgegennehmen, wo die Lüste und die Gefühle richtig nach oben steigen werden. Mhm. Von seiner Freundin, ne? Zum Beispiel. Wie hieß die nochmal? Kati. Kati, ne? Weißt du, woher die kommt? Nee. Berlin. Das wäre jetzt schon sympathisch. Mir auch. Also, ich habe mir gestern den Kanal mal so ein bisschen angeguckt, auch einer, der uns empfohlen wurde unter den Kommentaren. Und ja, ihr habt richtig gehört, es handelt sich hier hauptsächlich bei... Boah, Alter, was hast du denn für eine Couch? Kauf dir mal von dem YouTube-Geld eine neue. Es handelt sich auf diesem Kanal hauptsächlich um das spezielle Thema zwischen Mann und Frau. Also ihr wisst ja, ne? Wie oder Frauen, Frauen, Mann und Mann oder Trans, ja, und so weiter. Ihr wisst ja, wer die Bienchen mit den Blümchen und... Mir hat man es damals anders beigebracht. Nicht mit den Bienchen und den Blümchen. Sondern? Mein Vater hat gesagt, Kevin, ja, wir müssen reden. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ja, heute kläre ich dich mal auf. Habe ich zu ihm gesagt, Papa, brauchst du nicht, ich bin schon aufgeklärt. Hat auch nur geguckt. Ja, dann erkläre ich dir trotzdem auf meine Weise. Es gibt einen Tunnel. Dann kommt da so eine Bahn. Aber der Tunnel ist zu hinten. Also musst du ja immer vorwärts und rückwärts fahren. Das war die Kurzversion. Ja. Wenn ich die Langversion mache, dann sitzen wir hier morgen noch. Vor allem bei der Endstation. Wenn ich schon auf den Tunnel eingehe. Zeig mir mal einen Tunnel, der vorne aus den Glühbirnen, also wo das Licht rauskommt, Flüssigkeit verliert. Ein Tunnel. Eine Bahn. Wenn es regnet. Dein Vater hat nicht mit Mario Bar zusammengearbeitet, oder? Möglich. Der kommt ja auch aus Berlin. Ich weiß, aber egal. So, was für Themen oder was für Videos? Lass mal ein bisschen scrollen. Lass mal gucken. Was für Videos, was für Themen hat er denn so? Aufregendes Sexleben trotz Beziehungen. Was Männer beim Sex wollen. Perfekte Masturbier-Tipps. Alter.
Was haben wir noch so? So bekommst du Sex beim ersten Date. Brüste stimulieren. Wie willst du denn das machen? Stimulieren. Ich dachte, du nimmst immer eine Sauglocke, falsche Handbewegung zurück damit. So geht Dirty Talk, Sex beim ersten Date. Dirty Talk 2. Squaring. Squirting heißt das. Weißt du, was das ist? Nee. Ich habe mir mal eine Doku angeguckt auf der N24. Das ist sowas, wenn die Frau beim Sex kommt, dann kommt der Urin mit raus. Und einige stehen drauf. Okay. Das heißt, so insofern, die pissen dich an. Da gab es auch mal so eine Folge bei South Park. Piss aus meinen Arsch! Ja. Yeah. Oder die Folge Hunde melken, ne? Okay, also ich denke mal, da braucht man jetzt nicht groß den Erklärbär raushängen lassen. Dieser Kanal ist hauptsächlich da auf Frau Feucht werden lassen. Auch ein kleiner Übergang. Dieser Kanal ist hauptsächlich darauf spezialisiert, die Frau feucht werden zu lassen. Entschuldigung. Ja, nee. Wie lecke ich sie? Aber die richtig? Machen auch ernste Themen, so wie Pädophile und Kindermissbrauch. Ja, das ist auch ein Thema, was bis heute leider immer noch nicht besser geworden ist. Wenn du immer wieder guckst auf Deutschlands Straßen oder auch international in Europa, was dann Kinder wegkommen, was für alte Knacker. Am schlimmsten ist es in den USA. Mhm. Oder es gibt ein Land, wo das erlaubt ist. Sri Lanka. Da ist das erlaubt. Das ist erlaubt. Gehört eigentlich zu Indien oder so, ich habe keine Ahnung, ne? Oder Sri Lanka ist eigentlich Land, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist eine Insel, da gibt es eine Stadt. Eine Stadt gibt es, eine Stadt. Ja. Das ist erlaubt. Also da gibt es auch keine Regeln. Keine Verkehrsregeln, keine das Regeln oder so. Mensch, die haben Kinder, da können die Langhälse, da sag ich jetzt mal, ihre Fritzel raushängen lassen. Geiler Übergang. Mhm. Mir Spaß mit Monanieren. 10 Tipps für den Weißt du, was ich da gerade gelesen habe? Nee. Peter-Stellung. Besonders wenn man einen in der Familie hat, ne? Mhm. Kann man ja ruhig offen drüber reden. Wissen die doch. Freundin das Blasen beibringen. Ja, verkaufst du dir eine Trompete und dann sag mal, puste mal. Okay. Obwohl. Ja. Katja? Natürlich. Nee, ist nicht da. Okay. Also, jedenfalls ein Lehrvideo. Hätte ich schon fast gesagt, ein Kanal, wo ihr euch so die verschiedensten Fragen selber beantworten könnt. Oder er tut es. Und dann könnt ihr in der Schule eine 1 in Sexualkunde kriegen. Ne? Gibt ja diesen legendären Witz, mal ganz kurz, wo du, ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen, wo die Lehrerin sagt, so, heute möchte ich mit euch über das Thema Sexualität sprechen. Und darauf meldet sich einer von den Schülern und fragt so ganz trocken, Frau Lehrerin, dürfen die, die schon mal gefickt haben, draußen an den Rauchen gehen? Also, aktuelle Abonnentenzahl 385.854. Mensch, wenn die alle Gangbang getrieben haben, dann oder die Waldfee. Der lag gerade so auf der Zunge, der musste raus. Ja. Okay, dann vielen Dank dafür und wir kommen jetzt, so wie ich mal gerne, zum Main Event mit einer Gruppe, mit einem Kanal, die garantiert nicht unbekannt sind. Top 10! Top 10 heute? Das ist eigentlich nur ein Typ. Ja, aber ich sage mal eine Gruppe, weil ich denke jetzt mal, ich gehe jetzt nur vom Denken aus, dass da bestimmt so bestimmt 1 bis 3 Leute zusammen hocken, um sich da immer wieder Themen rauszupicken. Es ist nur der eine Typ da. Ja. Ja, weil manchmal... Manchmal hat er eine Kooperation mit anderen Leuten. Zum Beispiel beim Minecraft-Video ja. Hat er ja Dena gemacht. Richtig, stimmt. Da hat er mit oder bei die grusigsten Games hat er mit Alblali gemacht. Stimmt, da war ja. Okay, dann alles wieder zurück. Jedenfalls der Kollege da. Ja. Dienstags und Freitags haut er jeweils immer um 3:30, habe ich glaube ich gelesen, 15:30, haut er immer einen vom Besten raus. Und die Themen, die sie behandeln, das sind so unterschiedliche. Ja. Top 10 kann man vielleicht in kurzer, leichter Sprache erklären. So oder eine, wie so eine, diese RTL-Show, diese Charts. Genau. Die ultimative Chart-Show, wo die von 100 runterzählen bis 1 und, ne? Ja, oder die 25, was weiß ich, spektakulärsten,
Ja. Und dann ist hier 10 Mörder, die davon kamen. Oder 10 Fakten über Transformers. Ein Transformer habe ich hier schon sitzen. Mhm. Der digitalisiert sich normalerweise immer zu einer Shisha. Und wenn es um den wichtigen und arbeitslichen Bereich geht, ja, sitzt er jetzt hier und YouTubed. YouTubed. Geiles Deutsch. Ja, ne? 10 Situationen. 10 Fakten der Minecraft. Über Minecraft. Da hat er mit Dena zusammen gemacht. Das war mit Dena? Ja, mit Dena. Okay. Mit Döner. Mit Döner. 10 Fakten über den Papst. Immer noch. 10 Millionen. 10 Tippfehler, die Millionen kosten hat. Weißt du, was das ist? Mhm. Es gibt bei, da wieder im Thumbnail gesagt, Google, ne? Ja. Also einfach Google, ne? Ja, ja. Und dieser Tippfehler hat sage und schreibe 36,5 Millionen gekostet. Nur für einen Tippfehler? Ja. Weil ich meine, auf einer normalen Arbeitsstelle, wenn du dann Tippfehler machst, entweder man überliest den einfach mal und sagt, passt schon, oder man sagt, ey, mach das doch mal neu. Mhm. Aber hier reden wir... Tippfehler sind scheiße, wenn, wenn jetzt ein, von Arzt so eine Art, Bericht bekommst, ja, ne? Und dann da steht, anstatt da stehen, mit ihnen ist alles in Ordnung, anstatt, und dann steht da, sie haben nur noch 3 Tage zu leben. Das sind auch scheiß Tippfehler, ey. Stimmt. Und der kam am 3. Tag an, der Brief. Ne? Mein Herr, Sie haben nur noch 3 Tage zu leben. Ja, und was ist die schlechte Nachricht? Ich habe vergessen, Ihnen gestern zu sagen. 10 Fakten über Thor, 10 komische Fakten über Zwillinge. Also ihr seht es und ihr merkt es schon, der ist wirklich auf sehr spezielle Sachen. Was ich am allergeilsten fand bei Top 10, für mich jetzt persönlich, da gab es eine Reihe der 10 gruseligsten Orte. Wirklich richtig gruselig. Mit dem Selbstmörderwald in Japan? Genau, zum Beispiel. Ja, den habe ich geguckt. Der Selbstmörderwald oder dieser komischen Insel, wo überall Puppen hängen, weil ein Mädchen noch da ertrunken ist. Mhm. Und derjenige, der sie nicht retten konnte, der hat sich so geschämt, dass er die erste Puppe da aufgehangen hat. Oder diese eine Insel, wo nur Schlangen leben, wo keine Menschen mehr sind. Oder fast keine das Menschen. Das ist vor Australien. Ja. Oder die Insel, die heißt Sentinel Island. Da sind Leute, da ist ein US-amerikanischer Forscher hingefahren, beziehungsweise Student oder so, ne? Ja. Der wollte die Insel erkunden, ist nicht mehr zurückgekommen. Nämlich da leben Kannibalen drauf. Okay. Die haben ihn aufgegessen. Ja, das ist mir schon klar, das machen Kannibalen aus. Ja, und es gibt von dieser Insel, von den Inselbewohnern nur ein Bild. Das haben die mit dem Helikopter aufgenommen. Ja? Mhm. Ja gut, also, wenn sie dicht da angekommen wären, wären sie jetzt auch Frischfleisch. Im Helikopter, wenn die weiter runtergekommen sind, hätten die nur mit dem Speer abgeschmissen und wenn die so ein Speer in den Rotor reinkommt, dann haben sie ein Problem, wenn nicht, dann... Da muss ich wieder diesen einen Witz denken. Retten Kannibale mit einer Urne durch den Wald, was singt der? Die 5-Minuten-Terrine. Vor allem mit einer Urne, das kann er rauchen. Ich kann auch hier, siehst du den Becher da vorne? Ja. Da ist auch Asche drin. Das lasse ich mal so stehen. 10 ungelöste Mysterien aus der Nazi-Zeit. Ich war nicht dabei. Bist du sicher? Ja. 10 Gründe, warum es in 1000 Jahren keine Pum-Pum-Punkt. Man weiß es nicht. Keine Menschen neben mir gibt. Okay. Die 10 unsinnigsten. Nochmal. Die 10 unsinnigsten Geldausgaben aller Zeit. Ja, da gab es wirklich eine ganze Menge, wo man sagte: Alter, war das wirklich notwendig? Muss das sein. Die 10 komischen. Oh, da fällt mir gerade was ein, aber das hat nicht 10, also Top 10 gemacht, sondern... Mit My Day. Nicht, auch nicht mit My Day, hier der Creepypasta, den wir auch schon mal vorgestellt haben. Es gab ja damals schon sehr, sehr viele komische Folge Gerüchte. 7. Es gab ja damals, war das 7? Ja, ne? Es gab ja damals sehr viele komische Gerüchte über Walt Disney, also in Amerika. Dass da auch schon Unfälle und Sachen passiert sind. Und jetzt hat er uns in diesem Video wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen gezeigt und bewiesen, was da schon alles an Unfälle passiert sind. Einige Menschen, die sogar schon da verstorben sind. Und es gibt sogar im Disneyland, direkt im Herzen von Disneyland, gibt es ja auch, ich sag jetzt mal, ein großes Gewässer, wo du rüberfahren kannst auf eine andere Insel. Und dieser Inselbereich, der ist schon seit Jahren abgesperrt und dicht. Da muss wohl irgendwie auch schon öfter was passiert worden sein.
Und jedenfalls, das ist mir gerade nur so eingefallen, wo ich das hier mit den ganzen Freizeitparks und so lese. Ja, er hat auch mal vorgestellt, die 10 Freizeitparks, die schon lange geschlossen sind. Genau, Wegen Unglücken. Nämlich da ist eine Achterbahn mal aus den Angeln gerissen und komplett weggeflogen oder jemand wurde geköpft. oder ein anderer Park wurde geschlossen aufgrund, weil er einfach auf typische Art und Weise nicht angenommen wurde. Ich muss mal ganz kurz nebenbei, pardon. Also solche Videos finde ich persönlich immer wieder geil. Also die sehe ich mir ganz gerne an. Ich auch. Ah, okay, weiß ich Bescheid. Gut, also Top 10. Auf jeden Fall was Wissenswertes, egal in welchem Bereich. Aktueller Stand sind 1.715.051 Abonnenten. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kanal, macht Spaß, sich anzugucken. Ihr merkt, wir beide schauen auch immer wieder gerne mal rein. Und wenn ihr Bock drauf habt, what the hell, dann lasst doch mal ein Däumchen oder ein Abo da. Und auf Wiedersehen. In diesem Sinne, in den Worten des Top 10 Teams bzw. der Einzelperson, sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen im realen Chris BS. Ich wünsche euch was, haut's rein. Von meiner Seite versteht sich. Ich bin das Gibbschücher Hot Ryan. Ciao, ciao.